Stimme ist zwar ein bisschen rau, gell? Weil ich gerade krank war. Aber trotzdem, ich erzähle euch jetzt, wie es mir mit meiner Pentacon 6 gegangen ist, wie die gekommen ist. Und warum ich im ersten Augenblick gedacht habe, ich kann sie gleich wieder in den Mund treten. Jetzt kitzelt es in der Nase. Also jeder, der so eine neue Kamera mal kriegt, gell, hat den Drang, durchzuschauen. Und in meinem Fall habe ich mir gedacht, hä? Wieso sehe ich da nichts? Blende ganz offen, ich sehe nichts. Naja, vielleicht muss ich mal aufziehen, geht nicht. Oder abdrucken. Abdrucken geht auch nicht. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, das war's jetzt. Zack. Und dann habe ich mich mit dem Kastl beschäftigt und siehe da, das läuft ganz anders. Wenn man da nämlich ein bisschen genauer schaut, dann stellt man fest, da ist ein Fenster. Da steht jetzt das Zählwerk genau auf 12 und diese 120er Rollfilme, die haben 12 Bilder. Und diese Kamera aus der damaligen Zeit hat eine Sperre. Das heißt, nach 12 Bilder geht nichts mehr. Wenn man da also jetzt einen 220er Film belichten hätte wollen, der hat ja 24 Bilder gehabt, dann muss man diese Sperre da irgendwie aushebeln und dafür gibt es diesen Hebel, der auf der Seite so diese kleinen Zahnl, wenn ich den zurück tue, jetzt kann ich wieder aufziehen. Aha. Und das erste, was ich gesehen habe, war, ich sehe was durch. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, wenn man jetzt da vorne reinschaut, egal wie ich die Blende drehe, man sieht da drin nichts. Das heißt, ich kann das da zwar vorwählen, jetzt nehme ich mal eine 8er Blende, dann kann ich durchschauen, ich sehe was, dann kann ich abdrucken und siehe da, ohne dass ich jetzt vorne reinschaue, weiß ich jetzt, da sieht man jetzt die geschlossene Blende auf Blende 8. Ja. Und ich kann sie auch verändern. So also läuft das Werkel. Ja, ich bin da schnell drauf gekommen, man muss da vorsichtig sein beim Aufziehen. Also, ganz nach vor und dann wieder zurückführen. Ja, nicht so schnalzen lassen. Das geht nicht. Tja, das war's eigentlich schon. Das Ding ist voll mechanisch, da sind keine Batterien. In dem Fall ist kein Belichtungsmesser, das ist ein ganz normales Penta-Prisma oben. Da kann ich dann durchschauen, das war's. Fertig. Natürlich wollte ich ja wissen, wie das da innen ausschaut. Gell? Und dazu, zack, Kamera ausgelöst, habe ich da auf der Seite diesen Hakel, den tue ich nach unten. Hoppala, jetzt habe ich sie falsch in der Hand gehabt. Und dann geht die Kamera auf. So, nehme ich sie richtig in die Hand, dann sieht jeder da, den Vorhang, das ist tatsächlich ein Stoffverschluss und wenn ich den jetzt da langsam aufziehe, dann sieht man jetzt den anderen Verschluss. Dazwischen war kein Zwischenraum, also das schaut wunderbar aus. Da ist nichts geflickt, da ist nichts geknickt, da sind keine Falten, keine Abstände, das passt. Und wenn ich da vorne jetzt auslöse, ja, dann schaut das auch so aus. Scheint tadellos zu funktionieren. In dem Moment, wo man die Rückwand aufgemacht hat, ist auch das Zählwerk wieder auf Null zurückgegangen. So, Kamera zu, fertig. Das habe ich nur so als Stütze darunter. So, dann können Sie da schön stehen. Das war das Erste.